Einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde und hiermit ein herzliches Willkommen zu den Tux-Tagen 2023. Ja, mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Hallo Lars. Hallo, hier ist der Lars Diehl. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Nachmittag. Leider heute mit trübem Wetter, aber natürlich tipptopp dazu geeignet, sich heute vor den Rechner zu setzen und uns so ein bisschen zu lauschen mit den Sachen, die wir heute hier vorbereitet haben. Und da kann der Sean euch vielleicht den einen oder anderen Einstieg schon mal geben, was uns denn heute so erwartet. Sean, worauf freust du dich denn ganz besonders? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich freue mich tatsächlich auf ganze 3 Tage Programm, die wir jetzt haben werden. In den kommenden 3 Tagen, ganz klar. Wir haben heute einen Einsteigertag. Hier, es geht jetzt dann direkt gleich los. In ungefähr 10 Minuten geht es dann mit den ersten Vorträgen los. Ihr findet alle Programm Punkte in unter tuxtage.de/programm. Dort werdet ihr tatsächlich genau die einzelnen Zeiten sehen. Heute haben wir nur einen Track sozusagen, also nur einen Raum, in dem wir live sind. Ab morgen sind es dann 2 unterschiedliche Livestreams mit unterschiedlichen Vorträgen und Programmen. Von daher das erstmal vornweg. Ab morgen geht es dann so richtig, ich sag mal, mit den eingefleischten Themen los, mit Podiumsdiskussionen, mit ganz, ganz vielen Vorträgen und immer mal wieder auch spezielleren Programmpunkten, auf die wir dann natürlich auch in den kommenden Tagen dann, ich sag mal, ich sag mal, kommen werden. Ja, Lars, wo kann man uns denn überall finden unter den im Netz, sage ich mal, einfach mal? Ja, selbstverständlich auf all den Plattformen, die man denn da so kennt. Ne? Das ist an erster Stelle natürlich da auch mit Mastodon zu nennen. Man findet uns auf X, alles unter den Hashtag Tux-Tage. Wer möchte, kann da dann auch nochmal direkt einen Tweet, einen Post absetzen, um da so ein bisschen zu gucken. Wer denn vielleicht da so auch noch unterwegs ist und darüber auch so ein bisschen zu kontaktieren. Auch wir werden da natürlich tätig sein. Wir haben ja auch einen eigenen Account, den wir da letztendlich dann auch mit Informationen letztendlich da versorgen. Aber natürlich auch hier bei uns auf den Seiten haben wir die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Auch hier haben wir natürlich den Chat. Wenn man das mal so will, chat.tuxtage.de, da findet man das dann ganz einfach noch einmal, dass man da uns auch noch mal so ein bisschen kontaktieren kann, auch an allen 3 Tagen. Da hat man auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da hat man auch die Möglichkeit, letztendlich vielleicht das eine oder andere dann zu den Beiträgen oder sonstige Sachen dann auch loszuwerden. Das ist dann vielleicht auch noch mal eine Sache, die man da oder die ihr dann da vielleicht auch noch mal loswerden könnt oder wollt. Heute der Tag ist ja so ein bisschen unter dem Aspekt, dass wir so ein bisschen gucken wollen, was ist dieses Linux eigentlich alles so ein bisschen? Ne? Was macht das? Was kann man damit anstellen? So ein bisschen zu sehen, wie kann man mit Linux letztendlich den Einstieg finden? Und das ist ja letztendlich alle so der Weg, den wir irgendwann mal genommen haben, der eine früher, der andere später. Und das soll heute so unser Schwerpunkt sein. Und so wie der Sean selber gerade auch schon gesagt hat, in den nächsten beiden Tagen werden wir das so ein bisschen spezifizieren und da dann natürlich vielleicht auch noch den einen oder anderen spannenden Eindruck da so auch liefern. Sean, ich finde, du kannst vielleicht das eine oder andere noch erzählen, wenn du willst, Absolut. vielleicht, wie man uns denn vielleicht auch noch zu den letzten Jahren denn auch noch mal kontaktieren kann. Ja, absolut. Also zum einen zu den letzten Jahren. Wir haben ja mittlerweile unsere 4. Veranstaltung schon. Das ist unglaublich. Ich muss sagen, für mich fühlt sich es einfach nicht wie die 4. an. Wir haben natürlich aber auch alle zuvorigen Veranstaltungen aufgezeichnet. Könnt ihr dann im Archiv nachschauen, entweder unter tuxtage.de oder auf unserem YouTube-Kanal Tuxtage gibt es auch nochmal separat. Dort sind dann alle Aufzeichnungen auch nochmal auf den letzten Jahren. Und natürlich zeichnen wir auch wieder.
diese TUX-Tage von Anfang bis Ende auf. Das heißt, wenn ihr zu einem speziellen Zeitpunkt dann leider nicht könnt und euch das Thema aber trotzdem sehr interessiert, kein Problem. Wir versuchen das auch relativ zeitnah wie möglich dann auch als Aufzeichnung zur Verfügung zu stellen. Also von daher braucht ihr da erstmal keine Sorgen zu haben. Ja, und wir sehen, wir haben tatsächlich schon einige Zuschauer, schon um die 70 Zuschauer insgesamt. Freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Ja, hier kommen die meisten Grüße auch schon rein aus Sachsen, aus dem Mittelrhein, aus dem Frankenland, aus dem Schwablerlande. Ja, ja, so musste es, ne? Ja. Ich selber komme aus Franken tatsächlich, aus Mittelfranken, gerade Erlangen. Wo bist du gerade, Lars? Ich sitze, das ist jetzt so ein bisschen schwieriger. Ich komme ja so vom Land, das ist ja ein ganz kleines Kuhdorf. Wenn man so will, zwischen Dortmund und Münster ist das. Das Dörfchen nennt sich Selm, eine ganz kleine Gemeinde im Bereich Nordrhein-Westfalen. Da schon immer und ewig verwurzelt. Ne? Es ist ja immer so eine Sache mit den Regionen, mit der heutigen Vernetzung ist das ja heute dann so, man vergisst immer relativ schnell, wo man denn dann so auch herkommt. Die Wurzeln sind dann ja immer auch ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt, deswegen ja auch hier passend zur Region Dortmund. Das ist zwar orange, aber wenn man das Schwarz-Gelbe dann so im Herzen trägt, dann ist das auch immer so eine Sache. Nun gut. Ja, heute unsere Veranstaltung mündet so ein bisschen in der Abendveranstaltung schon. Ich habe da ja schon so ganz spannende Sachen gelesen. Was erwartet uns heute Abend? Was kann man da, wenn man will, kann man ja auch nicht nur uns zuhören, sondern man kann ja auch noch selber da ein bisschen aktiv werden. Genau, absolut. Und zwar geht heute Abend, also bevor wir mit dem Gaming-Turnier starten, nochmal ganz kurzer Shoutout an unsere Live-Fragestunde. Jetzt kommen ja dann erstmal drei Vorträge im Einstieg unter Linux und dann geht es in Fragestunde mit Hauke, Micha und mir. Vielleicht kennt ihr das Trio schon so ein bisschen, wer Linux Guides selber kennt. Das ist ein YouTube-Kanal. Dort wird man das sicher mal gesehen haben. Dort werden wir auf eure Einsteigerfragen vor allen Dingen dann eingehen. Und danach geht es dann in die Gaming-Nacht rein. Dort haben wir dieses Jahr ein Gaming-Turnier und in der ersten Stunde werden wir einmal Super Tux Card gemeinsam spielen und dann danach gibt es tatsächlich eine größere 0-AD-Session. Das ist ein Real-Time-Strategy-Game, sage ich einfach mal so, wo man dann, ich sag mal, ich glaube, in der Antike spielt das, verschiedene Völker spielen kann und dann spielen jeweils zwei Spieler gegeneinander. Da haben wir zwei Viertelfinale und ein Finale und es gibt sogar ein kleines Preisgeld zu gewinnen, was wir dann so privat aus der eigenen Tasche finanziert haben. Also es kommt nicht direkt von den TUX-Tagen, sondern von verschiedenen Leuten, die zwar bei den TUX-Tagen sind, aber da jetzt nicht, ich sag mal, offiziell das von den TUX-Tagen mit ich sag mal, unterstützt bekommt. Ne? Aber wir hosten das sehr, sehr gerne und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon, das dann heute Abend zu sehen. Es kam auch schon die ein oder anderen Fragen rein. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Chats hauen oder auch den Hashtag TUX-Tage auf Mastodon oder X beziehungsweise Twitter benutzen. Wir werden das immer wieder, wir werden uns alles durchlesen, was da gepostet wurde und gehen dann auch jeweils auf die einzelnen Fragen rein. Vorhin kam eine Frage im Chat, was ist denn dieses Jahr mit einem 3D-Gelände? Das hatten wir ja letztes Jahr und ich kann euch sagen, das gibt es auf jeden Fall wieder. Wir haben tatsächlich aktuell noch ein, zwei technische Probleme, weil da die Server ausgefallen sind. Von daher haben wir da noch technisch ein bisschen was vor uns. Wir haben tatsächlich jetzt aber auch schon eine Welt, die wird in den nächsten ein paar Minuten tatsächlich dann schon veröffentlicht. Das wird dann auch nochmal auf der TUX-Tage-Webseite angezeigt. Nebenbei die Webseite, die einzige, die ihr braucht heute, ist www.tux-tage.de. Dort findet ihr alles. Und wir werden auch hier natürlich nochmal Bescheid geben, sobald sie da ist. Und dann könnt ihr euch da auch schon darauf, zusammenfinden, neue Leute kennenlernen oder auch die Welt erkunden. Wir haben uns ordentlich ins Zeug gelegt. Vieles wurde verbessert. Da auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an das ganze Team hinter den TUX-Tagen. Das sind natürlich nicht nur wir beide. Wir haben natürlich auch beispielsweise die Regie, die Technik dahinter, die ganzen Betreuer, die dann die Vorträge betreuen werden, die nächsten
letzten 3 Jahren. Wir sind, ich glaube, aktuell 12, meine ich. Also von daher ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an ja, jedes Teammitglied, das da mitgewirkt hat oder immer noch mitwirkt. Und ich würde sagen, wir sind tatsächlich bereit für den ersten Vortrag, Lars, oder? Ja, aber du hast es gerade gesagt und ich wollte da noch doch diesen winzig kleinen Hinweis machen. Und dieses wunderschöne Mauspad, was wir dann ja auch in unserem Shop finden, sehr gerne noch einmal darauf hinweisen. Ach, guck mal hier, das gibt's doch gar nicht. Wo hast du das denn her? Mensch, da muss es doch tatsächlich eine Internetseite geben, wo man das kaufen kann. Und das findet ihr direkt unter tuxtage.de in unserem Shop. Da könnt ihr da so ein bisschen rumstöbern. Da haben wir die ein oder andere Kleinigkeit, mit der man sich da ausstatten kann, mit der man dann das ganze Jahr auch so ein bisschen was hat. Wie ihr seht, der Sean hat das auch schon. Wir haben auch diverse Aufkleber, die man sich dann überall letztendlich auch hinpappen kann. Eine hervorragende Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Sean, ich denke mal, dass du auch schon überall, wo es geht und wo es steht, die Aufkleber dann auch hingepappt hast. Absolut sowas von, ne? Meine ganzen Freunde, die können sie nicht mehr sehen, aber genauso soll das sein, ne? Wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem ersten Vortrag Gründe für und gegen Linux. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und den gibt es tatsächlich von mir. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz, ganz